So, Hallöchen und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich begrüße euch alle herzlich zu Bioshock 2. Wir spielen heute den Nachfolger von einem grandiosen Spiel, von einem Spiel, welches ich schon im ersten Teil geliebt habe. Also Bioshock 2 ist natürlich der Nachfolger von Bioshock. Dazu habe ich auch ein Let's Play gemacht. Ja, wir spielen heute den Singleplayer. Ich werde ein neues Spiel beginnen. Für mich ist das Game an sich total blind. Also ich habe es jetzt ein bisschen angezockt, um halt Grafik und Ton mal zu testen, wie das, wie ich das richtig einstellen muss. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit einem neuen Spiel und spielen auf Mittel. Und ja, soweit ich weiß, kommt jetzt erstmal ein Intro. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Übrigens sind im Bioshock 2 immer diese Ladebalken hier, die gehen aber ziemlich auf die Nerven, da die immer irgendwie, egal was man, also ich weiß nicht, wenn man jetzt so einen Top-PC hat, ja wirklich mit Leistung ohne Ende, dann geht das schnell, aber jedenfalls bei mir dauern die immer ewig lange. Ja, es lädt Bioshock 2 und es lädt und es lädt und es lädt. Gut, dann folgt das Intro hier nach. Die Ladescreens werde ich auch, glaube ich, im späteren Spielverlauf dann immer rausschneiden. Mal schauen, wie lang die sind. Und jetzt kommt das Intro 1958, Beneath the Atlantic Ocean. Bist du? Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Bioshock 2. Ja, das war das epische Intro und ich muss gleich nochmal schauen, ob ich nicht die Grafikeinstellung irgendwie höher stellen kann, denn das Bild war mir ein bisschen verpixelt. 10 Jahre später, 10 years later. Wir starten wieder in Rapture als ein Big Daddy.
Im ersten Teil waren wir ja ein normaler Mensch und hießen Jack. Jetzt sind wir, glaube ich, Objekt, Subjekt Data, oder wie es heißt. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Bitte such mich in der Bahnstation des Atlantic Express. So, und dann würde ich sagen... Hallo und herzlich willkommen zu Bioshock 2, meine Damen und Herren. Das war's jetzt mit dem Intro, aber ich werde nochmal kurz in den Grafikoptionen, das ist ja ekelhaft, die Texturen nochmal auf hochstellen. Ich hoffe, dass es dann nicht zu Lags kommt. Die gewählten Änderungen an den Grafikoptionen werden vorgenommen. Bioshock 2 wird eventuell kurz pausiert. Bitte warten. Das tut mir leid, dass das hier jetzt so unprofessionell mitten in der Aufnahme gemacht wird, aber... Danach können wir dann ordentlich spielen hier. Mit keiner so einer ekelhaften Grafik wie jetzt. So, Spiel fortsetzen. Und ja, los geht's mit Bioshock 2. Wir haben hier also so einen fetten Bohrer. So greifen wir an. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wo bin ich hier überhaupt gelandet? Babylon. Babylon ist gefallen. Also nicht wundern, das Spiel für mich ist blind, aber ich habe natürlich den ersten Teil gespielt, das heißt, ich weiß sehr viel aus dem ersten Teil. Das hier ist jetzt eine Unterwasserstadt namens Rapture. Adonis Luxury Resort. Ich glaube mal, das hier muss ich weghauen. So, damit ich hier durch kann. Die Tastenbelegung ist im Gegensatz zum ersten Teil auch anders. Da haben wir Ducken auf C. Was ist das hier? Hier ist noch ein Schild. Werbung für Adonisbäder und Ausflugport. Ach du Kacke. Okay. Krass. Adonisbäder. Gut. Erstmal alles erkunden. Das ist bei Bioshock immer wichtig. Alles in der Umgebung zu erforschen. Und hier haben wir auch schon ein Tagebuch. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Gut. Dann, schaue ich mal, kann ich hier irgendwie in den Pool rein? Ja, könnte ich, aber da unten gibt's wohl nichts. Wir müssen erstmal da vorne hin zum Plasmin-Therapies. Plasmin-Therapie, genau. So, dann gehe ich hier mal hin. Okay, was haben wir hier? Oh, oh. Ersten Gegner. Na, dann komm mal her. So, den Bohrer können wir natürlich auch drehen lassen. Gar keine Frage. Eve-Spritze, Türsteuerung... Die Eve-Spritzen füllen halt, wenn ihr jetzt mal nach oben links schaut, dieses blaue da, das ist Eve und eine Eve-Spritze füllt halt unser Eve aus, auf und nicht aus. Und ja, das brauchen wir nachher, weil es sogenannte Plasmide gibt. Das sind Spezialfähigkeiten. Ihr werdet später noch schauen, was es da alles gibt. Und wir haben hier einen Eve-Spender, der ist auch neu, den gab es im ersten Teil nicht. Da können wir uns, glaube ich, bis zu 5 Eve-Spritzen holen. Den kenne ich nämlich schon. Ja, ich habe mich davor ja ein bisschen über das Spiel informiert. So, und noch eine Eve-Spritze. Gut, weiter geht's. So, und hier vorne ist ein... Vater! Gaffer's Garden. Was war das jetzt? Naja, wir holen uns mal das Plasmid Electrobolt. Und jetzt bitte alle weggucken, die schwache Nerven haben. Obwohl. Daddy hat geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Wow, was ist das denn für ein Viech? Gut, das mit der Eve-Spritze, das sah im ersten Teil aber noch deutlich spektakulärer aus und brutaler. So, jetzt haben wir hier eine verkokelte Leiche, die hat 3 Dollar dabei. Zigaretten, nee.
Ich bin nicht Raucher. Da sammle ich die lieber nicht ein. Haben wir hier sonst noch irgendwie was rumliegen? Nee, oder? Gut, dann ab in den Raum daneben. Das ist ganz wichtig, unbedingt immer alles immer sofort erforschen. Also, das ist mir auch egal, wie lange das Let's Play dadurch dauert. Ich möchte das volle Spielgeschehen ausnutzen. So, hier haben wir auch nur noch Zigaretten. Gut, dann geht's weiter. Dab, dab, da, dab, da. Was haben wir hier? Eve Dispenser. Da können wir uns jetzt keine Eve-Spritzen mehr holen, oder? Nee. Wir können nur 5 Eve-Spritzen tragen und die Türsteuerung machen wir mal auf. So. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass hinter jeder Ecke ein Gegner stehen kann. Zum Beispiel so einer hier. Und bam! Da lassen wir doch gerne mal den Bohrer drehen. Das ist ja kein Problem. Zack. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Gut, dann machen wir jetzt mal auf den Weg in die Bahnstation. Finde Tannenbaum. So, jetzt bekommen wir auch konkrete Anweisungen, also Pfeile, wo wir hin müssen, um zum Ziel zu gelangen. Ja, hier geht's weiter. Adonis Luxury Resort. Yo, Werbung für Calcium-Milchersatz. Hier haben wir ein Klo. Jetzt haben wir hier Bohrer-Treibstoff und ein weiteres Tagebuch. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst, dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei, als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig, aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Gut. Und da vorne haben wir mehrere Gegner, 2 Stück im Wasser. Und hier spricht Dr. Sophia Lam. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Ja. Ich weiß noch nichts über diese Lamp oder ich weiß auch noch nichts über Tannenbaum. Auf jeden Fall wollte ich jetzt eben nochmal sagen, dass wir mehrere Gegner im Wasser sind. Einfach ein Electrobolt rein. Hier haben wir das nächste Tagebuch. Ich bin wieder in Rapture. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwindet.